Yo, was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Sad und ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Road to Legend. In diesem Format geht es darum, mir zuzuschauen, wie ich es vielleicht eines Tages schaffe, den Legend-Status zu erreichen. Bis dahin wird der Weg noch mehr oder weniger lang sein. Kurz zur Info, ich bin im Moment auf Rank 8, gehört zu den besten 5%. Aber war zwischenzeitlich auf Rank 5. Es ist gerade Samstag, also noch bis Montag habe ich Zeit. Werde wahrscheinlich nicht den Legend-Status schaffen. Aber ich will mal versuchen, auf 4 zu kommen, weil auf Rank 4 war ich bis jetzt noch nicht. Und ich bin von 5 auf 8 abgestiegen. Und das hat mich echt aggro gemacht. Und weil ich Agro drauf bin, habe ich mir direkt das Agro-Deck des Hunters erstellt, um schnellstmöglich wieder auf Rank 5 zu kommen, um von da aus dann mit meinem Paladin- oder Magier-Deck den Rank 4 zu meistern. So, Druide, das wird schwer. Aber hoffen wir mal, dass wir gute Karten ziehen und doch eine Chance haben. Den Druiden zu überwältigen. So. Es ist Samstagabend. Ich nehme die Folge von Road to Legend auf, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Es ist so, dass ich gestern schon aufgenommen habe, von Rank 5 aus, wo ich versucht habe, von Rank 5 auf 4 zu kommen. Es war noch so eigentlich eine relativ gute Aufnahme. Ich habe es leider nicht geschafft, aber es war relativ gutes Material. Aber ich habe alles gelöscht, weil ich weiß auch nicht. Ich war am Bearbeiten und irgendwie hing das System, Camtasia hing und da hatte ich keinen Bock mehr, da habe ich einfach alles gelöscht. Und jetzt muss ich wieder von neu anfangen und wieder aufnehmen. Leider bin ich jetzt auf Rank 8. Ist weniger spannend, aber ich spiele jetzt mit einem Jägerdeck. Ich spiele mit den Jägerdecks dauern höchstens 6-7 Runden. Deswegen kann ich bei diesen Spielen auch mehrere in eine Folge reinpacken. Also wenn es schnell geht, denke ich mal 3 Games. So, beim Agro-Deck geht es darum, da wird auf Board Control geschissen. Also man muss sich physisch, psychisch umstellen von Board Control auf Face. Das heißt, man geht nur auf den gegnerischen Helden. Außer es gibt ein paar Ausnahmen, wo man wirklich auch mal die Diener angreifen muss. Natürlich, wenn er einen Spot hat. Aber ansonsten geht man ausschließlich auf den gegnerischen Helden. Ich könnte jetzt, ich leg mal hier den und mach das anders. Ich geh auf den Helden, guck. Ich könnte jetzt theoretisch hier mit dem schneller Schuss hier seinen Diener ausschalten, aber das wird auf jeden Fall Tempo aus dem Spiel rausholen. Eigentlich wäre das sogar besser gewesen, aber um euch das zu demonstrieren, wie das so funktioniert, gehe ich jetzt mal kurz nur auf den Helden des Gegners. Also bei diesem Deck hat man Diener, die 1 Mana bis 3 Mana kosten. Ich habe jetzt ausnahmsweise meinen Leeroy reingetan, weil er auch Ansturm hat mit 5 Mana, für 5 Mana 6 Angriff, das ist sehr stark. Ansonsten nur 1 bis 3 Mana Karten, Diener, die Zauberkarten natürlich auch und die Waffen. Und ja, hat er gezogen oder hat er sich Leben? Okay, er hat sich aufgeladen. Und ja, so läuft das dann. Ich mache das jetzt mal so. Und hoffe, dass er jetzt angreift, weil wenn er angreift, dann lösen sich meine 2 Fallen aus. Und eine Waffe wird sich auch aufladen von einer Haltbarkeit auf 3. So. Der Diener, also ich kriege jetzt noch einen, ruft einen Bären mit Spott herbei, nachdem euer Held angegriffen wurde.
Ach, jetzt kommt er erst. Okay. So, das ist schön. Ich habe jetzt 6. Okay, das ist weniger schön. Okay, mal gucken. Ich habe immer noch meine Waffe. Und wie mache ich das jetzt am besten? Ich schläge hier meinen Diener. So. Der Gegner hat nur noch 9 Leben. In der nächsten Runde wird das Spiel wahrscheinlich entscheiden. Entweder ich werde gewinnen oder er wird die Kontrolle übernehmen und. Naja, ich weiß nicht, er hat auch nur 3 Karten auf der Hand. Deswegen glaube ich schon, dass wir das jetzt meistern können. Also wenn er jetzt auf meinen Helden geht, dann hat er selber nur noch 7 Leben, kann eine Rüstung rausholen. Ich habe hier meine 3 Angriff und meinen Leroy mit 6 Angriff. Ich glaube, das war's. Ja, okay. Plus ich habe noch hier meine Heldenfähigkeit, das sind schon 5 Schaden. Plus das sind auch schon. Ja. Okay, das war's. Gegen Druiden. Hut ab, Servo. So. Ist jetzt mein erster Win. Also noch 2 Wins, dann komme ich in die Siegessträhne. So, kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Diesmal gegen Jäger. Hoffen wir, dass das ein Midrange-Jäger ist, weil dann wird es nicht so schwer sein, ihn zu überwältigen, weil mein Deck viel schneller ist als seins. Aber es könnte auch sein, dass er auch ein Agro-Deck hat. Ich glaube, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Naja. Schauen wir mal jetzt, wie sich das so ergibt mit meinen Karten. Ich hoffe, dass ich jetzt noch eine Ein-Mana-Karte kriege. Ein Lipper-Gnom. Oder sonstiges. Lepergnom. Worgen. Infiltrator oder wie die heißen. Keine. In der nächsten Runde werde ich ein geisterhafter Krabbler spielen. Okay, hat auch ein Agro-Deck. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Komm, leg noch Münze und noch einen Diener. Das wäre echt perfekt. Nein. So. Ich lege erstmal den hier. Ich hoffe, er legt jetzt noch einen Diener. Oder noch 2. Aber dann wird sich meine Falle. Okay. Okay. Geht auf meinen Diener. Komisch. Ich nehme hier meine Waffe und greife kurz einen Helden an. Und hoffe, dass er jetzt noch weitere Diener ausspielt, die höchstens 2 Leben haben. Weil ich dann im nächsten Zug meine Sprengfalle ausspiele. Ja. Boah, komm. Boah, das ist sehr schön. Sehr schön. Ich habe jetzt zwar ein bisschen Leben verloren, aber das ist nicht so tragisch. Ich lege auf jeden Fall jetzt meine Falle. Und ich könnte entweder hier den. Ja, ich lege hier den. Jetzt wieder angreifen. Okay, danke. Ich bin jetzt auf 18, da ich noch 2 Schaden von seinen Lipper genommen abkriege. Okay, er ist auf 25. Wenn man Schredder in einem Agro-Deck. Komisch. Okay, wie machen wir das jetzt am schlausten? Ich greife erstmal an. Okay, er ist auch auf. Ich leg lieber Diener. Ich muss auf jeden Fall hier auf meinen Leop gehen. Ich denke mal, okay, er macht das so. Gut gespielt. Jetzt legt er entweder eine Falle. Lore-Tap. Ich glaube, das ist ein Mid-Phase-Deck, also eine Mischung aus Agro und Midrange. Ich mache das so. Und hoffe, die plus 1 Angriff kommt hier auf einen von den beiden, auf den. Scheiße. Egal. Okay, der Gegner hat nur 10 Leben.
Wir haben 18 Leben. In der nächsten Runde wird sich das entscheiden, das Spiel. Elect des Königs. Hoffentlich gewinnt er nicht. Aha. Das ist genau. An die, die neu mit Hearthstone angefangen haben, wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich auf jeden Fall versuchen, Staub zu sparen oder einfach versuchen, dieses Deck hier zu erstellen, weil dieses Deck wirklich, das Deck hat mich in der zweiten Saison, das war das erste Deck, was ich mir erstellt habe, also das erste richtige Deck, das hat mich in der zweiten Saison schon auf Rank 5 gebracht, glaube ich, habe ich so in Erinnerung. Wie ihr seht, ich meine, diesen Leroy werdet ihr nicht haben. Ist auch nicht so das Problem, den hatte ich auch am Anfang nicht. Aber ihr werdet alle Karten erstellen können. Okay, ihr müsst Naxxramas freischalten. Das hatte ich auf jeden Fall. Und ansonsten waren alle Karten verfügbar, außer Quickshot. Die kriegt man von Fels, Schwarzfels. Aber die kann man auch leicht ersetzen. Deswegen. Also die, die neu angefangen haben, würden nicht wissen, was sie für ein Deck spielen sollen. Das Deck würde ich euch empfehlen. Also mit dem Deck könnt ihr echt hocharbeiten. Ich habe es geschafft, auf Rank 5 zu kommen mit dem Deck. Der zweiten Saison. Also ich war noch ein Anfänger. Ich bin immer noch ein Anfänger, aber naja. Wieder Jäger. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt und falls ihr mir nur zugehört habt, wir haben gerade gewonnen. So. Den behalte ich mal. Ihre Wissenschaftler. Also wie ihr seht, geht das sehr schnell mit dem Agro-Deck. Man überwältigt den Gegner mit schnellen Dienern. Ich schläge den. Mit schnellen Dienern oder der Gegner schafft es, unser Feld zu clearen und übernimmt die Kontrolle und ihr verliert. Also die kriegt man aus Schwarzfels. Den Rest könnt ihr euch herstellen oder von Naxxramas erhalten. Okay. Nicht schlecht. So. Ich würde jetzt eine Falle ausspielen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Doch keine Falle. Fügt einen Dienern und den benachbarten Dienern 2 Schaden zu. Boah, stark. Okay. 18 Leben. Wir sind noch auf 24. Ich hoffe, ich kriege einen Diener. Bärenfalle. Ja. Okay. Also bei diesem Deck geht es wirklich nicht darum, das Feld zu kontrollieren oder so. Das habe ich ja schon gesagt. Ich wiederhole mich einfach mal. Für die, die das jetzt reingeschaltet haben. Ihr müsst das Feld nicht kontrollieren. Ihr müsst einfach angreifen, angreifen, angreifen. Und ja. Ich kann jetzt hier Akan-Golem spielen, aber ist mir noch zu riskant. Da ich dem Gegner ein Mana-Kristall schenke. Deswegen. Ich habe hier 7 Damage auf der Hand. Ich weiß nicht, was das hier für ein. Wie das wird. Ja. Ja. Moment. Das ist Kältefalle. Die kommt wieder auf die Hand. Haben wir 2 Schaden? 4 sind 6. Sind 6. Sind 9. Das reicht nicht aus. Ich glaube, ich mache das so, dass ich ihn jetzt lege. Er kommt wieder auf die Hand. Je nachdem, wie viel kostet der? 5 jetzt. Ah, das ist zu viel. Ich schläge hier die. Das Spiel müsste ich jetzt in der nächsten Runde entscheiden dann. Ich glaube nicht, dass der jetzt 18 Schaden in einer Runde auf mich schießen kann. Okay, was zieht der? Okay. Das war's. Wir haben hier noch die Hunde. Den haben wir noch. Du bist der Opfer. Du musst kämpfen.
Okay, dritter Sieg in Folge. Es gibt uns jetzt die Siegessträhne, das ist schon mal sehr gut. Und wir sind auf Rank 7. So. So, meine Freunde, das war's mit der dritten Ausgabe von Road to Legend. In 2 Tagen werde ich die nächste Ausgabe hochladen, also die vierte. Das wird dann eine Fortsetzung von dieser Folge sein. Und bis dahin, passt auf euch auf und stay tuned. Ciao.